fing langsam an, aber je mehr die halt im Allgemeinen, die haben ja auch mal so im Unterricht so einen Theorieteil vorgeschaltet, wo sie sich mit den Hintergrundfragen beschäftigt haben, da hat man schon gemerkt, dass die Brücke da ist, also dass die Produkte aus dem Leben bald dann auch im Kontext des ganzen Projekts gesehen wurden, die man benutzt beim Kochen und dass man die schützt und auch gerade der Zusammenhang Massentierhaltung wurde sehr intensiv verarbeitet. Schönes Paket drin, ja. So. Mit Messerrücken nochmal da reinpacken, dass das richtig kompakt wird. Und dann geht's los. Zu reden ist für mich viel interessanter, weil die natürlich viel offener mit dem Land und dem Urwald umgehen und die Fragen für mich auch finden. In dem Sinne, was für mich einfach wichtig ist, ist den Schülern einen Einblick zu geben in einer anderen Welt. Und wenn man den Schülern irgendwie die Möglichkeit gibt, eine andere Welt zu sehen, zu verstehen und zu wissen, es gibt andere Welten, die anders denken, die anders funktionieren, dann hat man ein viel besseres Verständnis für Menschen, die anders sind. Der Grund, warum ich solche Projekte unterstütze, ist, weil ich wirklich glaube, dass wir die nächste Generation, den Kindern, beibringen müssen, dass sie nicht dieselben Fehler machen, wie wir gemacht haben. Weil wenn wir nicht anfangen, jetzt was zu machen, und zwar richtig dramatisch was zu ändern, in unserem Leben, in unserem Denken, wird es irgendwann mal kein Urwald mehr geben. Und wenn es kein Urwald mehr gibt, oder Regenwald, gibt es auch keinen Menschen. Und durch Kochen kann man die Wichtigkeit von Pflanzen viel besser rüberbringen, als wenn man nur etwas erzählt. Rundum zufrieden und froh, dass dieses tolle Projekt einen so schönen Abschluss gefunden hat. Also Sie sind im gleichen Maße, wie Sie sich Wissen angeeignet haben, sind Sie auch persönlich mitgereift. Das war doch zu sehen. Es waren andere Jugendliche als vor meinen Jugendlichen.